Leute, wir starten direkt rein. Ich habe die zwei Folgen jetzt hintereinander aufgenommen. Wir starten direkt rein in das Spiel. Wir werden in der 62. Minute eingewechselt. Weniger als 30 Minuten. Los. Letztes noch steht es hier Remis. Spiel haben wir natürlich wieder unser erstes Tor gemacht. Genau, wir optimieren das. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Macht er gut. Da kommt die Hereingabe. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettung da. Genau. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Wir fühlen uns wieder gut ein. Denn er spielt mit dem Gedanken, die Karriere zu beenden. In seinem Alter wäre es keine Überraschung, aber es wäre ein harter Verlust für seinen Club. Völlig richtig. Also so einen findest du so schnell nicht mehr wieder. Und ich glaube, es wollen wirklich alle, dass er weitermacht. Aber er fällt die Entscheidung. Vielleicht gemeinsam mit der Familie, Wolf. Schwierigste Entscheidung als Profi für ihn, glaube ich. Dieser Schritt, ne? Wann beendest du die Karriere? Nicht zu lang zu machen, den perfekten Moment zu finden. Könnte der Ausgleich sein. Da ist der Ausgleich. Jawohl. Kajuka ist back, Alter. Back wie englischer Rücken. Die Verteidiger sind dran, aber da zeigt er seine ganze Klasse und kann trotzdem das Tor machen. Was ich mich frage, haben wir durch die Verletzung an Geschwindigkeit verloren? Weil wir haben uns ja den Zeh gebrochen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Claudemir. Und jetzt ein Schuss. Sie sind da, Ball wird geblockt. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Gut dazwischen gegangen. Sie warten ganz geduldig. Nein. Auf ihre Chance. Vielleicht müssen Sie passt doch nicht direkt zu mir. Um hier zu einer Torchance zu kommen. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Gutes Anspiel. Gibt's hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Ball wird hier erstmal geblockt. So, Leute, was habe ich denn noch für Ziele? Also Torbeteiligung habe ich. 3 Schüsse aufs Tor muss ich machen. 10 Minuten noch auf der das schaffen wir nicht mehr. Viel Zeit ist nicht mehr für den Sieg, aber die Fans hoffen weiter. Erstmal geklärt. Ja, sie lassen den Ball laufen, suchen so ein wenig die Lücke. Das ist natürlich klasse. Jetzt haben sie den Ball wieder. Claudemir.
ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Sieg treffen. Los, Leute. Holt euch den Ball. Ja. Wir gehen in die Schlussphase und hören nochmal diese Kulisse rein. Die Fans geben hier wirklich alles. Die spielt mir den nach vorne. Ich bin bereit. Jetzt hier noch entscheiden. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Vielleicht die Führung jetzt. Kein guter Schuss. Der geht weit vorbei. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Vielleicht die Gelegenheit für den späten Siegtreffer. Ah, da ist der Ball weg. Der hätte mal durchkommen müssen zu mir. Das wäre zu gut gewesen. Bleibt bei diesem Unentschieden. Tja, es ist also ein Remis geworden. Sie holen einen Punkt. Und ich finde das Ergebnis vom Spielverlauf her vollkommen in Ordnung. Ich finde, wir kommen auch gut wieder rein bei uns. Ah, waren sogar zwei Schüsse aufs Tor. So, und da sind wir jetzt. Wir haben 15 Punkte plus gemacht. Ist natürlich sehr gut. Und sind damit hoffentlich zum nächsten Spiel wieder in der Startelf. Jawohl. Ganz knapp, aber das kriegen wir hin. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben uns zurückgekämpft. Wir haben es geschafft. Nur noch 6. Wie viel Pace haben wir jetzt? Tempo. 90 Geschwindigkeit, die 81 antritt. Machen wir uns mal ein bisschen leichter. Wir haben abgenommen. Sind nicht gewachsen. 82 Antritt und 90 Sprintgeschwindigkeit und wir stehen in der Startelf wieder auf dem linken Flügel, sind wieder heim. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Und nicht gelb und gelb. Heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Wir übertragen für Sie eine Partie aus der Liga Portugal. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Ballverlust. So, ach Gott. Jetzt kommt der Schuss. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Jetzt kommt die Ecke. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Sieht gefährlich aus. Er schießt. Tor. Jawohl. Nächste Tor von Kayuka. Das nächste Tor hat Kayuka geschossen. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt wieder in Schwung sind. Richtig gut gespielt, da kommt er. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell.
Genau, und Zine sind ja auch wieder 10er Bewertung diesmal. Eine Dribbling-Erfolgsquote von 50% und 3 Schüsse aufs Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Warte, ich werde angerufen. So Leute, damit geht es weiter. Können die Halbzeit jetzt noch machen. Dann muss ich aber weg, also. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Da kommt der Schuss. Schade. Guter Versuch, aber. Kurze Ecke. Gute Aktion. Ach, da wurde ich gut bedrängt so, von dem, das hat er gut gemacht. Das ist natürlich ein guter Pass. Gut gemacht, gutes Tackling. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Oh, da Gott. Steht er gut, er kann dazwischen gehen. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. So, haltet. Ja, okay. Ich springe zum Endergebnis, genau. Und ja. Damit würde ich sagen, war es das jetzt auch. Wir haben es geschafft. Wieder plus 15 Punkte. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.